Hi Leute, ich wollte euch heute erklären, warum die App Houseparty nichts auf eurem Handy zu suchen hat. Und nein, mir geht's nicht um die Gerüchte, dass sie gehackt worden wäre oder dass der Betreiber irgendwie eure Spotify-Accounts hackt und eure Passwörter mitliest. Nein, das sind alles Fake News, Leute, das stimmt nicht. Die Entwickler der App haben selbst bestätigt auf Twitter, dass es keinen Hackerangriff gab oder gibt. Hinter der App steht die Firma Epic Games. Wenn die Entwickler also sagen, es gibt keinen Hackerangriff, dann gibt's auch keinen Hackerangriff. Ganz einfach. Die App geht davon aus, dass ein Konkurrent diese Kampagne inszeniert hätte und die ganzen Nachrichten, dass sie gehackt worden wären, alles gekauft wäre. Deshalb haben die jetzt auch ein Kopfgeld in Höhe von 1 Million US-Dollar ausgesetzt, für den, der es schafft, zu beweisen, dass dahinter eine bezahlte Kampagne von wem auch immer steckt. Dass die App-Entwickler einen Scheiß auf Datenschutz geben, wie Facebook und Co. es auch machen, sollte jedem bewusst sein. Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch. Du wohnst hinter dem Mond. Nein, Spaß beiseite. Denn Houseparty geht da einen Schritt zu weit, meiner Meinung nach. Denn die Videochats zwischen den einzelnen Nutzern sind nicht verschlüsselt. Warum? Damit die App euch ausspionieren kann. Dass sie das macht, gibt sie auch öffentlich zu. Die machen das ja nicht ohne Grund. Der Grund ist einfach, sie wollen eure Rechte. Haben wir auch schon, denn wenn ihr die App benutzt, habt ihr alle Rechte von euch abgegeben. Sie dürfen euer Gesicht verwenden, wie sie wollen. Dürfen sie posten, wie sie wollen. Eure Stimme, alles von euch. Selbst eure Ideen, falls ihr sowas per Houseparty teilt, dürfen die benutzen und ihr habt kein Recht mehr daran. Ich hab doch eh nichts zu verbergen, werden vielleicht jetzt ein paar von euch sagen. Und euch ist es vielleicht scheißegal, dass die App euch ausspioniert. Ja, kann ja gut sein. Aber erster Punkt ist, jeder Mensch hat irgendwie was zu verbergen. Jeder hat Geheimnisse, das ist völlig menschlich und ganz normal. Aber falls ihr jetzt wirklich davon ausgeht, ich habe überhaupt kein Geheimnis, ich habe nichts zu verbergen, alles mir egal, habt ihr auch nichts zu verbergen vor irgendwelchen Stalkern, vor irgendwelchen pädophilen Nachbarn von euch oder vor irgendwelchen Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen von euch? Ich weiß es ja nicht. Denn die Sache ist die, nicht nur die App kann ich ausspionieren, nein, sondern jeder Mensch, der ein wenig mit Google umgehen kann, kann sich so leicht da reinhacken in euren Videochat und euch die ganze Zeit ausspionieren, stalken und ihr bekommt davon nicht mal was mit. Jetzt geht mal in euch ein und fragt euch einfach, ist es das alles wert, damit ich die App nutzen kann? Ich hoffe, die Antwort ist für euch nein. Wirklich. Deinstalliert die App einfach. Bitte.